So, unsere Betonuntergründe sind fertig. Wie du einen Fotountergrund in Betonoptik Brettern diese Bretter machen. Selbst gestaltet. Und ich zeige dir einen ganz einfachen Flow, wie das für dich gut funktioniert. Erstes, dass du drüber ziehen kannst. Die brauchen wir Abtönfarbe, ganz normal. Dann brauchen wir natürlich einen Pinsel, um das alles aufzutragen. Bei dem Shirt ist ganz schön, hier sieht man immer, wo ich mich drüber lege. Zieht ein und du könntest auch dann nochmal in 24 Stunden ja darauf wundervolle Fotos machen. Dafür machen wir den Kram, ja. Muss halt nicht deckend sein, sondern ne, du siehst, das ist wirklich so. Unsere shabby schick Hölzer sind fertig. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Und vor allem dann ein wundervolles Fotografieren auf dem Untergrund. Wir machen das ja nicht einfach so. Und probier ein bisschen aus, probier ein bisschen rum und bis ganz bald.